Video dient dir dazu, kurz und knapp zu erklären, worauf du beim Kauf einer Küchenmaschine achten solltest. Unten in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserem ausführlichen Kaufratgeber mit Produktempfehlungen auf kochenmitgenuss.org. Kommen wir doch gleich zu unserem ersten Tipp. Hier geht es um das Material der Küchenmaschine. Das Material ist genauso wichtig wie das Zubehör. Ein robustes Metall verspricht Langlebigkeit, glatte Oberflächen eine leichte Reinigung und Kunststoffmodelle verfügen ebenfalls über eine gute Funktionalität. Kommen wir zu unserem Tipp Nummer 2. Eine Timer-Funktion ist immer praktisch. Ihr könnt den Timer so einstellen, dass ihr in der Zwischenzeit bequem andere Dinge tun könnt, während die Speisen rühren. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt immer ein hörbares Signal. Tipp Nummer 3. Hier geht es um die Größe eurer Küchenmaschine. Die Größe orientiert sich meist am Fassungsvermögen der Rührschüssel. Je nach Haushaltsgröße und je nach Vorhaben könnt ihr dementsprechend die passende Größe wählen. Kommen wir zu unserer vierten Empfehlung. Für Küchenmaschinen gibt es natürlich auch Zubehör, zum Beispiel Knethaken. Knethaken gehören einfach zu jeder vernünftigen Ausrüstung dazu. Manchmal sind sie nicht im Lieferumfang enthalten, dann könnt ihr sie einfach zusätzlich bestellen. Achtet nur darauf, dass sie mit eurer Maschine kompatibel sind. Sie sind dazu geeignet, schweren Teig schön weich zu kneten oder auch für gewöhnliches Kneten und Vermengen des Teiges. Tipp Nummer 5. Preis und Leistung spielen selbstverständlich auch eine wichtige Rolle. Es gibt einfache Modelle für um die 100 Euro und teurere Modelle über 1000 Euro. Da kommt es extrem auf eure eigenen Ansprüche und Vorhaben an. Kommen wir zu unserer nächsten sechsten Empfehlung. Hier geht es um die Reinigung eurer Küchenmaschine. Ihr solltet eure Küchenmaschine erstmal vom Stromnetz entfernen. Wenn ihr vorhabt, sie mit Wasser zu reinigen, dann achtet darauf, dass kein Wasser in den Motor oder in das Getriebe gelangt. Ich empfehle, nach jeder Benutzung einfach einmal das Gehäuse mit einem feuchten Lappen abzuwischen. Mehr Infos zum Thema Küchenmaschine bekommt ihr auf unserer Website kochenmitgenuss.org. Dort informieren wir auch über aktuelle Tests von verschiedenen Verbrauchermagazinen. Und falls ihr unseren YouTube-Channel abonniert, würden wir uns selbstverständlich sehr freuen.